Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Eine weitere Folge. Papa kocht heute gar nichts. Wir sind nämlich wieder unterwegs. Und wie es der Zufall will, schon wieder in München. Wir waren gestern Abend ein bisschen unterwegs. Werksviertel, bisschen hier, bisschen dort. Haben was getrunken, also alle außer ich. Und jetzt ist Sonntagmittag. Kannst du dir vorstellen, was hier so los ist? Und dann haben wir gedacht, ey, schon wieder im Restaurant einkehren. Auch möglich. Neben der traditionellen bayerischen Küche, die ich natürlich auch sehr feiere, gibt es hier auch viele Streetfood-Optionen. Ja, und eine davon, da stehen wir schon direkt davor. Weil, weißt du, wenn du so... Weißt du, so leichtes Hangover-Food, so ein bisschen was Schnelles. Du willst dich nicht so komplett verausgaben, mal was auf die Hand, mal so kurz draußen sitzen. Genau das machen wir heute. Song's Kitchen. Das ist meine erste Anlaufstelle. Ich habe Bock auf einen fetten Teller mit Nudeln, ein bisschen Chili und ein bisschen Beef. Hey, ich sag's euch gleich, wie es ist. Ich habe eben mal gefragt, ob ich rein darf. Der hat direkt gesagt, YouTube, hau ab hier. Dann habe ich gesagt, wie sieht's aus? Dürfen wir draußen sitzen? Hat er gesagt, draußen sitzen geht. Also machen wir das auch. Komm, wir hocken uns hin. Da ist auch schon unsere Schüssel voller Herrlichkeit. Guck mal, wir haben uns Dandan-Nudels rausgelassen. Ne? Das ist auf jeden Fall eine Sache, die mir empfohlen wurde von chinesischen Kollegen aus München. Und das ist aber eigentlich sind es Taiwanesen, die hier sind. Aber die machen es auch ganz cool. Den einzigen Unterschied, den ich direkt festgestellt habe, ist, dass die Nudeln, die nehmen die breiten Nudeln, aber das ist auch vollkommen okay, weil es müssen einfach Eiernudeln sein. Ne? Dann hast du hier oben drauf schön Rinderhack und Chili, bisschen Koriander und die frischen kalten Gurken. Das ist wichtig. Aber guck mal, das ist das, was du willst. Unten ist die Soße drin. Ich hatte schon mal einen schweren Unfall mit den Dandan-Nudels. Übrigens blenden wir hier oben gerade mal ein. Ja? Ich kann die nämlich selber auch ganz gut. Da ist am Ende, habe ich Chili im Auge gehabt. Okay, Stäbchen habe ich mir natürlich auch besorgt. So, dann lass doch mal probieren, was hier los ist. Also es ist auf jeden Fall eine ordentliche Schüssel von Nudeln, kostet mir die 10 Euro. Kreuzkümmel. Boah, sehr geil. Szechuan Peppercorns mit dabei. Hackfleisch super saftig. Nudeln sind gut gekocht. Mit diesen knackigen, kalten Gurken dazu. Das mag ich schon sehr. Beim Nudelnessen gut aussehen, kannst du direkt vergessen. Aber deswegen, wir wollten es hier auch so ein bisschen, wie soll ich denn sagen, ja, wir wollten es ja nicht so steif. Deswegen hocken wir hier auf der Straße und futtern das hier aus der Hand, aus der Schüssel. Ey, ist gut, die sind nicht so brutal scharf, wie sie oft sind. Ey, das kann man auf jeden Fall richtig gut mal machen. Ich sag euch, weißt du, ganz oft ist ja so, du gehst hin und holst dir so eine Portion gebratene Nudeln. Und ja, das ist auch immer geil, aber hier sowas, da haben die auch mehr Spaß dran, das zuzubereiten. Ist zumindest meine Erfahrung, weil die das selber lieber essen würden. Ne? Also das ist das, was ich auf jeden Fall höre und auch von meinen chinesischen Kumpels. Also bevor sich einer einen Teller gebratene Nudeln bestellt, wird es immer sowas geben. Ey, ist auf jeden Fall vollkommen gut und in Ordnung, so wie es ist. Und es ist eine Schüssel für, sag's mir, 43, Nummer 43, Standardnudel mit Rinder, Hackfleisch, 10,50 Euro. 10,50 Euro. Ja. Die Gurken sind auch echt super wichtig. Hast hier so ein paar fermentierte Böhnchen mit drin. Die machen es aus, die bringen halt richtig Flavor mit. Boah, geil. Ich habe richtig Bock drauf. Und das ist jetzt auch mal vom Schärfegrad her nichts, was du heute Abend oder morgen früh bereust. Wenn man ein bisschen mehr Power braucht, sag denen das einfach, die ballern dir richtig einen rein. Ist auf jeden Fall auch ein Essen, wo du aufpassen musst, dass du die Klamotten nicht versaust. Ja, insbesondere heute. Ja, aber dazu gleich mehr. Ich habe immer so ein bisschen so Nudeln-Hackfleischsoße. Ne? Du kriegst automatisch so ein paar Bollo-Vibes oder so ein bisschen Nudeln mit Hasche. Also gibt es bei euch? Schreibt mal in die Kommentare. Ist so ein Ding, wo ich voll drauf abfahre. So Nudeln mit einer dunklen Hackfleischsoße. Ey, Nudeln-Hackfleisch, das ist doch ein Evergreen. Das ist ein verdammt guter Start in den Tag. Ich kann euch sagen, es wird noch auf jeden Fall mindestens noch einmal asiatisch heute. Und ich habe echt noch ein paar geile Sachen am Start. Auf jeden Fall dranbleiben. Wir hauen uns hier schnell weg und dann sehen wir uns gleich am nächsten Spot. Bevor es hier weitergeht mit den vermeintlich besten Falafeln der Stadt bei Simsim, will ich euch noch mal kurz erklären, was das Outfit hier heute bedeutet. JP 1880 Menswear. Das ist der Laden, wo ich eigentlich schon die letzten 10 Jahre eigentlich
komplett alle meine Klamotten kaufe. Und viele in den Kommentaren haben gefragt, ey Bernd, woher ist der Pulli? Woher hast du die Hose? Ey, wo gibt's denn die Jacke? Weil ich weiß, unter euch sind auch ein paar stramme Jungs. Also, weißt du, für mich ist das einfach geil. Du bestellst dir was, die Passform ist einfach krass und du kannst es anziehen und es passt dir. Und viele von euch, das weiß ich, und viele von euch wissen es vielleicht auch nicht, die gehen in den Laden und da gibt's nicht ein T-Shirt, was euch passt. Und ich hasse das, wenn das zu kurz ist, unten rausguckt. Weißt du, wenn du die Jacke nicht zukriegst und so, ne? Das gibt's einfach im normalen Laden nicht. Und guck mal, das passt doch geil, oder? Schönes herbstliches Outfit. Ich habe mir so ein paar Korthosen organisiert, ein bisschen herbstliches Hemd dazu. Das ist doch einfach auch cool, ne? Und das Ding passt. Und guck mal, das Geile bei der Hose ist, die hat sogar einen Kordelzug. Und das liebe ich sehr, ne? Weil ich sitze nachher wieder im Flieger, hast den Gürtel nicht am Ranzen hängen und so. Ich brauche euch über das Dicksein nichts zu erzählen, ne? Also von daher, ich würde euch sehr, sehr empfehlen, wenn ihr auf der Suche nach einem coolen Outfit seid, coole Klamotten braucht, die von der Qualität her auf jeden Fall mit allen großen Brands mithalten können, seid ihr bei JP1880 Menswear richtig gut dabei. Also wenn ihr Bock drauf habt, Code ist in der Videobeschreibung, da gibt es natürlich auch noch ein bisschen Rabatt und ihr findet den Link, der führt euch direkt dahin. Lasst es brennen, lasst euch was Cooles kommen und ey, das Schöne ist, vom Sofa aus shoppen, besser geht's doch gar nicht. Und wenn wir jetzt schon beim Shoppen sind, geht's direkt mit Falafel weiter. Die vermeintlich besten, wie eben schon erwähnt, die soll es hier bei Simsim geben. Und ey, wir waren eben schon mal ganz kurz drin, ich habe mal geguckt, es sieht alles fresh und sexy aus. Lass mal gucken, was sie drauf haben. Guck mal, die Hausreligion ist Falafel, ne? Genau, richtig. Guck mal, ich, wirklich, ne? Ich habe gefragt, wo bekomme ich geile Falafel in München? Und alle haben gesagt, hier. Das? Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Was kostet das? Das kostet eigentlich 9 Euro. Das ist billig für den Start. Das ist wirklich günstig, ja? Nicht billig. Ja. Günstig. Ist günstig, ja. Da sitze ich hier vor meinem Tellerchen. Guck mal, was er alles Schönes gemacht hat. Ihr habt es ja gerade schon gesehen, gell? Hummus, Baba Ganoush. Auf jeden Fall für mich. Das sind zwei richtig geile Sachen. Baba Ganoush mache ich mir relativ häufig selber. Und ich liebe das, dass er auch die Rübchen hat und die Salzgurken und das auch noch selber gemacht. Und dazu 2, 4, 6, 7 Stück fette Falafel. Ey, ich muss den direkt probieren. Wir haben eben noch so ein bisschen Sesamsoße oben drüber. Ey, guck mal hier. Mit der Soße drauf, das wird was, sehe ich jetzt schon. Hm. Na Mann, so müssen die sein. Ganz geile Konsistenz. Hä? Wie macht er das denn? Das ist ja krass, Alter. Warte mal, ich beiß mal ein Stück ab. Guck mal da rein. Die sind super saftig und total fluffig. Ich habe mich gerade schon bei der Größe gewundert, dass sie so relativ leicht sind auch, ne? Boah, da sind Gewürze drin, da ist alles drin. Krass, kann ich gar nicht richtig alles rausschmecken, aber gemeinsam mit so ein bisschen Hummus, boah. Die sind auf jeden Fall extrem geil, extrem geil. Ey, dazu mal so ein Rübchen probieren. Mhm. Lieb ich, allein die Farbe, Knaller. Boah, ein bisschen Perfect Bite basteln. Bisschen Hummus. Dann gibt es hier ein Rübchen drauf. Dann gibt es Salzgurke. Extrem wichtig. Hm. Und dann eine halbe Falafel, damit alles im Mund geht. Ah, warte. Granatapfel. Hm. So sieht der Perfect Bite schon wieder aus. Und jetzt rein damit. Hm. Macht mich sehr glücklich. Auch die Gurken ist so elementar wichtig für mich. Auch im Shawarma. Er sagt, gegenüber haben sie noch einen Laden, da machen sie geiles hausgemachtes Shawarma. Muss ich auf jeden Fall auch mal auschecken bei Gelegenheit. So, Baba Ganoush, geröstete gehackte Aubergine, gibt es in allen möglichen Ländern, gehört irgendwie fix zur orientalischen Küche und gehört fix zur orientalischen Küche dabei und ist auf jeden Fall was ich mir super oft selber mache.
hat ein Video dazu gemacht. Hassan hat mir sein Rezept gegeben. Hier oben eingeblendet. Bernd Zehner, Baba Ganoush. Boah. Sein gemischter Salat. Ich liebe, dass er Romana-Salat Herzen nimmt. Finde ich geil. Granatapfelkerne, ein bisschen Rucola. Na, vielleicht nehmen wir doch mal. Nicht, dass ich mir gleich wieder die neuen hübschen Klamotten hier einsaue. Mmh. Das macht richtig Bock. Aber auch die Falafel, die haben mich auf jeden Fall richtig gebockt. Leute, dafür lohnt es sich, hierher zu kommen. So, jetzt basteln wir uns nochmal einen schönen Perfect Bite. Oh, ein bisschen Granatapfel drauf, Salzgurke am Start und rein damit. Mmh. Leute, da bleibt nichts übrig. Sag ich euch, wie es ist. Das ganze Ding 9 Euro, ey. Hammerhart. Wirklich gut. Wenn ihr jetzt nicht vegan wollt, dann geht ihr halt gegenüber und holt euch Shawarma. Aber ey, das Ding lässt sich auf jeden Fall mal ganz gut essen. Sonntagmittag, Hangover Food. Simsim Falafel, die haben es drauf. Das Ledoux. Wer mich kennt, weiß, auf Dumplings fahre ich voll ab. Kleine, gefüllte, schöne Teigsäckchen und das Ganze in der großen asiatischen Familie. Und die, die sagen, sie sind Münchens erste und feinste Adresse für Dumplings. Wie auch immer, hier die chinesischen Freunde haben auch gesagt, wenn du Dumplings willst, musst du zu Ledoux. Du kannst dir hier so ein bisschen was zusammenstellen. Ey, Küche unspektakulär, habe ich schon geschaut, brauchen wir gar nicht reingucken. Wir hocken uns gleich draußen hin, wenn Platz ist und dann holen wir uns ein paar Dumplings raus. Und weiter geht's. Guck mal hier, das Essen ist schon auf dem Tisch. Ich habe mir original 2 Teller bestellt. Und zwar kannst du dir 10 individuelle Dumplings raussuchen. Kostet, glaube ich, um die 11 Euro. Und dann hast du noch die Wahl, ob du sie gedämpft haben möchtest oder ob du sie in der Pfanne gebraten willst. Und ganz ehrlich, da kann ich mich nicht entscheiden. Das finde ich beides gut. Deswegen haben wir hier die von unten knusprig gebraten. Ich drehe mal einen um. Siehst du das? Das ist ganz geil. Und die hier kommen im Dämpfkörbchen. Mag ich auch gerne. Aber wie gesagt, manchmal aber auch gebraten. Kannst du aus verschiedenen Fleischsorten auswählen. Und du hast natürlich auch ein paar Veggie. Sehr, sehr geil. Dazu gibt es eine Erdnusssoße. Und sie machen diesen geilen schwarzen Reisessig mit ein bisschen Ingwer-Infusion. Das ist auf jeden Fall auch ein richtig dickes Ding. Das mag ich, das liebe ich, das gehört zu Dumplings dazu. Lass mal mit ein bisschen Schweinefleisch gedämpft anfangen. Ich hau mir einfach mal einen rein jetzt. Ohne Soße, ohne alles. Einfach mal gucken, was los ist. Guter Teig. Gute Füllung. Schön saftig, nicht zu trocken, hoch aromatisch. Der Teig hier oben drauf, ein bisschen fester, das heißt, du hast da ein bisschen was zu beißen. Boah, das sind die Hot Chili Chicken, da werde ich schon mal ein bisschen langsam machen. Und guck mal, was hier auch geil ist, die machen verschiedene Farben. Die sind ja richtig schwarz, ne? Also ich gehe von Aktivkohle aus, das wird jetzt keine Tinte sein. Aber lass mal gucken hier, mit so ein bisschen was von der schwarzen Soße dazu. Mmh. Soße auch sehr geil. Mmh. Mmh. Auch geil, wirklich schön. Rindfleisch. Toller Geschmack, Gemüse mit drin. Ich beiß mal so ein Schweinefleisch-Dumpling hier auf, dass wir mal reingucken können. Schwein und Garnele drin. Ey, Dimsum-Restaurants, richtig geil. In Frankfurt gibt es auch ein ziemlich gutes Dimsum-Haus. Ey, da raste ich immer komplett aus. Echt geil. Ja? Hab mir noch so ein paar Edamame rausgelassen hier. Hm. Jo. Weil sie halt da sind, gell? Also, ich bin da wirklich immer zwiegespalten bei den Dingern. Braucht's die oder braucht's die nicht? Die gibt's auch manchmal so ein bisschen den Cooler, ein bisschen spicy, ein bisschen angebraten oder so. Die sind einfach gedämpft mit Salz drauf. Okay, dann lass mal hier rüber gehen. Hot Chili Chicken. In der Speisekarte. Mit 3 Chilis ausgezeichnet. Da geben wir jetzt mal ein bisschen Erdnusssoße dazu. Dann wollen wir mal schauen, was da los ist. Boah, das kann gefährlich sein. Mmh. Boah, die sind auf jeden Fall brutal scharf. Und sag mal, bin ich blöd oder was? Das ist doch Erdnuss-Sesam. Aber ja, von beidem was drin. Also Hot Chili Chicken verdient auf jeden Fall den Namen. So, jetzt gehen wir nochmal für so einen roten hier. Ja, warte mal, was ist denn hier drüben? Ich habe zweierlei mit Schwein bestellt. Einmal so ein bisschen mit einer traditionellen Füllung drin, mit so einer Dumpling-Füllung. Und einmal ein bisschen extravagant. So, am Ende
Echt gut, schön gedämpft, auf den Punkt. Nicht zu weich. Ja. So willst du das essen. Ganz geil. Ich bin ganz glücklich darüber. Und vor allem darfst du nicht vergessen, wir haben Sonntagmittag, ne? Da ist natürlich auch die Auswahl an Restaurants. Wir haben es bei unserer Recherche erlebt, nicht wahr, lieber Alex? Haben wir gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, gutes Essen zu finden. Und von daher dürfte doch eigentlich. Komm mal, das müsst ihr. Hey, komm mal hier hoch, komm mal hier. Wenn ihr das jetzt noch nicht gemacht habt, auf jeden Fall. Ne? Kanal abonnieren, Daumen nach oben, netten Kommentar schreiben. Kanal abonnieren, da unten in der roten Box, kostet nichts und schmeckt gut. Daumen nach oben ist obligatorisch, einen netten Kommentar schreiben, wenn ihr halt gerade nichts zu tun habt. Ne? Und wir gehen jetzt weiter mit unserem ersten gebratenen Dumpling. Tja. Noch ein bisschen mehr Power. Weil du natürlich unten schön knusprig angebraten, ne? Ist geil. Gebratene Nudelteig, das mag da jeder. Also ist ja gar kein Weg dran vorbei. Die machen eine Sache hier. Das sind Dumplings. Das machen die ganz solide. Das ist wirklich gut. Ich habe mir jetzt noch so ein Hot Chili rein. Angebraten. Und dann sage ich euch, wenn ihr das nächste Mal in München seid oder von hier seid, gebt der Sache mal eine Chance. Kommt ihr vorbei, esst mal ein paar von den Dingern. Es wird euch mindestens genauso gut gefallen wie mir, da bin ich mir relativ sicher. Die sind einfach nur lecker, die machen es gut, freundliche Leute. Hockst hier bei gutem Wetter draußen, von daher rein damit. Pepe, neapolitanische Pizza. Geile Nummer. Sonntags, mittags, Pizza essen, gar kein Ding. Aber wir sind ja heute so ein bisschen locker unterwegs. Wir wollen uns hier nicht unbedingt reinsetzen. Wir wollen hier draußen so schnell mal ein bisschen auf die Hand. Es soll ein bisschen zügiger gehen, wie es eigentlich funktioniert. Und da haben die was ziemlich Cooles gemacht. Die sind nämlich gerade relativ krass im Trend. Sind mit ein, zwei Videos viral gegangen auch, weil die so eine zusammengeklappte Pizza machen auf die Hand. Und das ist auf jeden Fall eine Tradition, die hier noch nicht so bekannt ist. Und deswegen ist es für uns Grund genug, hier mal herzugehen und das mal auszuprobieren. Ich habe Bock auf eine Calzone und ich habe Bock auf so eine geklappte Pizza. So einfach richtig quick and dirty heute zum Ende. Komm, wir gehen mal gucken. Und erzähl mal, wie kommst du denn zu diesem gefalteten Ding? Ist das so, hast du nachts einen feuchten Traum gehabt oder ist das eine traditionelle Geschichte? Das ist einfach oder? Wir haben die Tradition nach München gebracht, ne? Mensch. Ja. Wir haben das Fensterverkauf genutzt, weiterhin, hier war ja Pizza Hut vorher drin. Ah, Pizza Hut, ja. Jahrelang, über 20 Raus mit Jahre. Euch. Ja, die sind freiwillig raus. Ja. Und dann haben wir gesagt, machen wir das gleich, aber auf Italienisch, auf echt. Schlau. Ja. Und dann habt ihr ein paar coole Videos gedreht, die Leute sind ausgerastet. Ja, also wie man sieht, ist auch immer ein bisschen was los. Ja, ja. Die haben auch das Video gesehen, ich habe die gerade gefragt. Ja, ja. Ja. Das eine führt zum anderen. So läuft es ne? halt. Was sind das für Kupferdinger da oben, Alter? Was ist das? Das ist eine Stufa. Eine Stufa. Stufa. Das ist alles in Handarbeit in Neapel gemacht. Geil. Und das Ding, wenn du mal anfährst, hier unten, schau mal. Ah ja, der Schwarm, ja. Das hält die Dinger auch schon ein bisschen warm. Ja. Damit wurden die Dinger früher halt vertickt, ne? Es gab ja so bis Ende 1900, also Ende 1800 gab es ja gar keine Pizzerien. Ja. Wurde ja alles so. Auf der Straße, auf der Hand. So. Genau. Der Pizzabäcker hat die Dinger voll gemacht und der Typ ist dann rumgelaufen und hat. Und irgendwann sind die dann Elite geworden, ne? Und dann hat man sich an den Tisch gesetzt. Die erste hier vom Kunden, die gebe ich mir gerade. Ah ja, Logo. Das ist praktisch. Guck mal. Ja. Jetzt habe ich es kapiert. Kebab. Jetzt habe ich es kapiert. Schau mal hier. Ja, dann. Gino, bald geht's auf mich. Echt? Wir sehen uns gleich. Guck mal, Kamerabenefit nennt man das. Also, haut rein, ja. Guck mal, weißt du, ich sag dir ehrlich, ich hab Bedenken. Ich hasse das, wenn die Scheiße zu trocken ist. So. Weißt du, was ich meine? Ich meine das ernst. Weißt du, wenn du, nein, ehrlich, so, wenn du zu viel Teig hast, wenn nichts drauf ist und so eine neapolitanische Pizza ist ja eigentlich immer saftig, fluffig, weißt du so. Eine saftige Pizza, die zusammengefaltet ist. Okay, das ist also derselbe Teig, wie ihr das quasi auch, wenn ihr es auf den Teller lehnen würdet. Ganz genau. Wenn wir Teigkugeln machen für die Großen, machen wir auch für die Kleinen. Ich freue mich. 150 Gramm. Das ist schon auch schon ordentlich. 180 Gramm. Ja, ja. Und dann falten das halt zusammen. Aber geil, ich freue mich drauf. Das ist schon mal deine schöne Salami. Das sieht schon gut aus. Zeig dir schon mal, hier siehst du. Ja. Okay. Ja, hey, da ist ja alles drin, was muss. Ja. Seh ich schon. So, hey, ein richtiger Italo-Döner. Ja, doch, ich weiß jetzt, was du meinst. Der Teig ist trotzdem geil, fluffig und so. Du musst aufpassen, wenn du reinbeißt, gell? Ist schön heiß, gell? Ja. Geil, oder? Aber weißt du, was wir auf jeden Fall gleich schon machen? Wenn wir die gefuttert haben, gehen wir nochmal in die Küche und dann gucken wir uns an. Groß! Da gehen wir auf jeden Fall gleich nochmal in die Küche und gucken uns an, wie das gemacht wird. Ist auf jeden Fall brutal heiß. Junge. Nie war ich. Oder selten war ich skeptischer an einem Spot wie heute, den ich euch empfehlen möchte. Ich bin kein großer Fan von zu viel Teig. Ich kann es dir gleich sagen, wie es ist. Ich bin auch tendenziell jemand, der, wenn er eine Pizza isst, manchmal den Rand wegschneidet, so nach der Hälfte. Alex, machst du das auch?
Oder bist du richtiger Vollaufteig? Du bist dann der vom Nachbarn noch den Teig mit isst. Genau. Na, Caro macht das auch. Grüße gehen raus an die Chefin. Aber gut, Kinders, wir wollen mal gucken, was hier läuft. Lass mal erst hier nach der Frittierten gucken. Das habe ich auf jeden Fall schon mal, da kenne ich auf jeden Fall Videos dazu. Das sieht schon geil aus. Das Ding ist schwer, das Ding ist saftig, das Ding ist heiß. Ey, lass mal aufziehen. Guck mal, hier hast du so richtig schön die suppige Tomate drin. Ich kann mir schon vorstellen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es da viele unter euch gibt, die das richtig geil finden werden. Lass mal probieren, komm. Total heiß. Richtig viel Mozzarella. Der Teig ist unsagbar geil, knusprig, so richtig savory. So. Weißt du, der ist so... Also, das hat nichts... Das ist Teig im allerpositivsten Sinne, so, ne? Weil da wirklich viel, ja weiß ich nicht, der ist saftig und knusprig zugleich. Boah, ja. Ja, das ist schon gut. Ja, ist halt auch frittiert, ne? Da ist schon richtig was los drin. Es ist absolut genau das richtige Verhältnis zwischen, ja, zwischen fettigem, geilen Teig, der knusprig ist außen, innen drin schön suppig, Tomate, Käse, Basilikum mit drin. Nee, das mag ich schon gerne. Das finde ich schon voll okay. Muss ich aber Bock drauf haben. Also ich persönlich, ja? Ah, die Chefin wird es lieben, das weiß ich ganz genau. Ich finde es auch sehr geil. Und vor allem den Gedanken mit dem Streetfood, ne? Einfach auf die Hand, das Ding. Aber jetzt gucken wir eh nochmal nach der Pizza hier. Also er macht eine etwas kleinere neapolitanische Pizza. Guck mal, da ist die geile Salami drin. Du hast hier außen alles das, was du bei einer neapolitanischen Pizza haben willst. Es ist genau der Teig. Du hast hier Leopardcheck ist da. Die ist super geil, super saftig und außen so fluffig. Das mag ich schon gerne. Neapolitanische Pizza finde ich ja sehr, sehr geil. Boah, lass mal beißen, aber das wird auf jeden Fall brutal heiß, weiß ich jetzt schon. Du hast sofort Pizza-Vibes. Also diese neapolitanische Pizza-Wipes sind da. Hm. Mozzarella, Salami. Sehr geil. Für mich macht es aber auch die Salami aus, muss ich ehrlich sein. Die bringt halt so geilen Geschmack da rein. Boah, ist das geil. Das ist gut. Ey, krass, wenn er sagt, das ist tatsächlich eine traditionelle Sache. Ich wusste das nicht, dass Pizza so serviert wurde in Neapel. Wenn so ein Typ draußen rumgelaufen ist, hat so ein Kupferding auf den Buckel geschnallt und verkauft die Dinger einfach so raus. Das finde ich wirklich, wirklich gut. Es macht absolut Sinn, das zu falten, weil du kannst es einfach gut essen. Das ist viel geiler als so ein Pizza-Slice eigentlich, weil du hast hier trotzdem eine ganze Pizza. Du hast alles, was du brauchst an der Pizza. Wenn du Randlover bist, wenn du in der Mitte Lover bist, wenn du saftiger bist, wenn du viel Käse magst, bist du hier, glaube ich, genau richtig und verdammt gut dran. Also wenn wir über Stringy Cheese und Mozzarella reden, ne, dann haben die hier das Game auf jeden Fall durchgespielt. Leute, Leute. Das mag ich. Der Kautman muss auch zwischendrin. Tim, ich hoffe, du lässt mich gut aussehen. Also, Kinders, das Ding ist geil. Da ist alles drin, was du brauchst. Darüber ist alles gesagt. Guckt euch das an. Ihr habt einfach eine schöne zusammengefaltete Pizza mit Salami drin. Das Ding kannst du einfach so auf die Hand mitnehmen. Toll. Coole Leute auf jeden Fall. Der Kollege hier macht mir einen kompetenten Eindruck. Der kennt sich aus in dem Business. Der Laden ist auf jeden Fall sexy. Zeigen wir euch gleich noch auf jeden Fall noch ein paar Bilder auch. Pepe Pizza, neapolitanische Pizza. Kannst du dich auch geil reinsetzen. Aber das hier, wir reden nur über Streetfood heute. Ne? Drin kriegst du mega geile Pizzen. Zeigen wir euch gleich. Das ist auf jeden Fall ein Ding. Wir sehen uns gleich noch mal kurz wieder. Ich verabschiede mich gleich noch bei euch. Ich gehe erstmal rein in die Küche gehen. Extra nochmal rausgekommen, um zu fragen, ob es geschmeckt hat.
Ja. Ich sag dir, das war alles gut so. Ja? Ich, ey, in der Zeit, wo wir jetzt hier draußen stehen, sind irgendwie 10 Leute vorbeigelaufen, die so Dinge da haben. Ne? Läuft schon, gell? Ja. Ja. Ihr könnt laufen, ja? Hey, super. Ja, das freut mich. Dankeschön. Ja, ja, klar, machen wir ein Foto. Ich hab gestern noch ein Video von. Aber sie möchte nicht im Video sein. Guck mal. Ja, ja? Warte, ich muss hier auch Kapuze auf, dann sehen wir uns beide nicht. Guck mal. Ich hab das Video gefeiert, der fertig gemacht hat. Diesen besoffenen. Ja. Ja, mach mal ein Foto. Ey, krass, ich bin dabei. Freut mich, gell? Mach's gut, ciao, ciao. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Guck mal, auch die hat eins in der Hand gehabt, ne? Also hier läuft's richtig. Leute, wir gehen jetzt aus dem Video hier raus. Pepe, vielen Dank für die Gastfreundschaft. Sah auf jeden Fall richtig geil aus, was hier drin gelaufen ist. Danke. Ey, und euch will ich nochmal sagen, falls ihr es nicht gemacht habt, Kanal abonnieren hier unten. Schmeckt gut, kostet nichts. Dann Daumen nach oben und einen Kommentar schreiben. Und schaut auf jeden Fall mal bei JP1880 Menswear vorbei. Die haben coole Sachen. Unten ist der Link in der Videobeschreibung. Rabattcode gibt's auch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.